noch mehr davon anfordern. Die Holzbretter sind das Problem jetzt gerade. Okay. Bretter hatte ich hier oben in der neuen Fabrik, richtig? Nein. Noch keine Holzbretter, keine anderen Holzbretter, keine Fiddle-Null-Bretter, kein gar nichts. Huge. Habe ich was zu tun? Bau mal hier die Bretter. Also angefangen steht normal im Holz. Einmal reicht? Keine Ahnung, Bau. Ich habe gar kein Holz. Ich schau mal. Forder bitte an. Holz. Wenn nicht, repliziere ich es. Ist ja eine Grundressource. Dann kämen hier. Synthetic Wood. Wäre aus Plastik, ne? Wäre auch eine Alternative. Tu Dinge. Mach. Okay. Hier. Bau bitte Wooden Boards. Aus normalem Holz. Soll ich das Plastikholz auch nochmal reinnehmen? Ich weiß ja nicht, wie das hier so ausschaut. Ich kann ja spaßeshalber mal das einfach auf 2000 stellen. Und gucken, wie sehr die Kisten gefüllt werden. Mit Holz. Ja. Ah, doch, da kommt's. Ja, das schaut gut aus. 200, 400, 600, 800, 1000. Du hast noch gar nichts. Und wir haben keine 4000 Holz im System. Ja, warte. Dann mach hieraus doch bitte mal das Synthetikholz. Wo auch immer sich das versteckt. Achso, das geht in Chemical Labs aus Heavy Oil. Mach das so. Und davon machst du hier dann rein. Gut, das anfordern dahin. Die werden aber auch schon hier drüben hergestellt. Und wenn ich das da drüben abreiße, dann kommen die wieder nicht hinterher. Ich glaube, ich mache jetzt hier nochmal zwei von denen. Ne, warte. Ich mache jetzt hier nochmal zwei von denen, aber aus dem Plastik. Ja. So, so. So, so. Die können auch gleich mit Speed hergestellt werden, weil die brauchen keine Effektivität. Und stell dann unten bei den Chemical Plants die Flüssigkeiten brauchen. Einfach davon welche her. Rechts rum ist schneller. Hier waren die Chemical Plants, die Flüssigkeiten brauchen. Genau. Und ich habe wieder viel zu viel Zeug in meinem Inventar. Weg. Landminen? Verklickte. Ja, ich hätte gerne keine Landminen, sondern noch schnelle Roboter. Gut. Das weg. So. Ja, ist okay. Das kann auch weg. Ich wollte Chemical Plants. Eigentlich MK3. Oder höher. Ich sehe leider nichts rot blinken beim Inventar. Ist nicht gut. Nitinol Gear Wheel. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich hätte vielleicht noch das Player-Crafting erhöhen sollen. Kommst du voran oder muss ich dir irgendwo noch helfen? Ne, läuft alles, okay. Das ist ein Electrolyzer. Wo sind meine ersten Chemical Plants? Da ist ein Robot MK4, was schon mal schick ist, aber mir hier nicht wirklich weiterhilft.
nicht mal irgendwo ein verdammtes Ding haben? Nö. Spiel sagt nein. Achso, weil das alles jetzt hier unten schon verbaut ist, ne? Ja, brech die mal ab. Dann habe ich hier zwei Stück davon schon mal. Dann habe ich schon mal etwas. So. Und jetzt kann ich die Dreier nochmal ansetzen. Dann verbrauchen sie die, die gerade hergestellt werden. Das macht mehr Sinn. So. Dann pumpen. Pump, pump. Du machst bitte... Da. Synthetikholz. Nee. Ich weiß nicht, wie viel von dem Öl wir haben. Also müsste ich vielleicht auch oben die blauen raus und die wieder rein. Schauen wir mal mit der Zeit. So, du gibst erstmal Schweröl aus. Machst das so und so. Wirfst die Fässer da wieder rein. Forderst das an, aber in höheren Mengen. So, brauchst du noch irgendwas, um das herzustellen? Nö, ne? Einfach nur Schweröl. Schweröl rein. Holz raus, die Kisten brauchen wir eigentlich nicht, aber ich lasse sie stehen, der Optik halber. Naja. Wie viele Schwerölfässer haben wir? Sieht man das irgendwo? Nein. Ich könnte hier hingucken. Hier müssten die doch irgendwo... Da. Geht so, ne? Sind jetzt nicht Unmengen, die da hergestellt werden. Und ja, ich könnte das hier alles noch weiter verdoppeln. Da. Und hier auch überall. Achso, ne, hier geht's nicht. Beim Rein- und Rauskippen. Es nur schneller machen. Achso. Ja gut, dann Kompressor hat nur leider einen Slot. Warum auch immer der Kompressor weniger hat als die Pumpen. Aber so. So ist es wenigstens schon mal modularisiert worden. Zack. Voll, 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 voll. Nee. Hier arbeitet gar nichts mehr. Das ist echt schick, wenn das alles so offen begehbar ist und nicht so eng gedrängt wie sonst. Wo ist dein Problem? Es kommt nicht genug von dem Chloridzeug an. Hydrogen Chloride, ja. Sollte auch so erstmal reichen, ne? Okay. Hm. Du kommst auch nicht hinterher. Weil wir keine... Was? Weil wir kein Silicon Wafer haben. Ach ja, die kleinen Problemchen mit Bob immer. Also, warum haben wir keine Silicon Wafer? Das müsste... Da sind die Zäpfchen und da sind die Wafer. Es sind noch gelbe, komische Fabriken. Die müssen natürlich sofort ersetzt werden. Forder bitte an. Die mal raus. Wo ist das komische Ding? So, bei den... Hier. Die bitte anfordern. Und da oben auch gleich hinsetzen. Okay, ich habe nur eine davon angeschlossen. Das ist schon mal suboptimal. Da müssen noch Dreier-Module drin. Weg. So, viel besser. Die laufen rund. Die kommen jetzt hoffentlich auch hinterher. Ah, vorne habe ich schon mehr an. So, 100.
Kommt es zu irgendwelchen Stauungen? Nö. Weder beim An- noch beim Abtransport. Alles gut. Können trotzdem noch ein bisschen schneller sein. Ja, ich baue mal mehr davon. Blub, blub. Blub, blub, blub. Fertig. Hoffentlich. So, blub. So. Ja gut. Es gab noch irgendeinen Wafer, den man aus dem Zäpfchen herstellt. Ich weiß gerade noch nicht welchen. Müsste hier irgendwo hierbei sein, ne? Nicht den Powder Silicon. Es gab noch einen anderen Silicon Wafer. Oder? Silicon Carbid? Nein, das ist Lithium-Kobaltoxid. Habe ich falsche Erinnerung, ne? Ja gut, Hauptsache das läuft erstmal. Ja, okay. Das läuft, dadurch läuft das hier unten auch wieder besser. Bei der Chloridherstellung. Zeig mal her. Da ist Calciumchlorid. Das hatte damit aber nichts direkt zu tun. Hier fehlen auch noch Module. Du kannst ruhig einfach nur schneller arbeiten, ne? Du hast immer genug Salz vorrätig. Salz ist immer genug da, ja. Also einfach schneller. Vielleicht noch ein bisschen besser einen Electrolyzer dahinstellen. Dann passt das auch. Copper Tungsten Plate. Die haben wir. Einfach mal anfordern. Copper Tungsten Plate. Da. Bau gleich mehr davon. Dum, 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 dum. Und dabei sind davon auch noch einen. Und dann zwei von den guten Electrolyzern vorerst. Hier kannst du schon mal einen guten davon hinsetzen. Dann hast du nämlich noch mehr Slots. Ja, das ist definitiv ein Bottleneck. Also ein Engpass. Electrolyzer schon fertig. Ein Dreier. Vierer kommt da. Okay. Gleich noch ein Vierer jeweils hinten dran. Dann passt das hoffentlich. Du. So. Salz kommt aber nicht schnell genug rein. Warum nicht? Ach so, weil er immer nur einen nimmt. Das ist ein Fehler. Ja, müssen wir anders machen. Ja, weil auskisten kann er halt 4 oder 5 auf einmal nehmen, aber von Fließbällen halt nur einen. Deswegen müssen wir jetzt doch leider fliegen. So, wird es kurz einmal rüber geflogen und dann passt das auf. Ja, viel besser. Sehr gut. Okay. So sollte es einigermaßen gut laufen. Kannst du auch durchgehend laufen. Und du musst schneller. Go, go, go. Gab es MK2-Kompressor? Ich glaube nicht. Nee. Pumpen, ja. Was Schönes. Kompressor leider nicht. Vielleicht habe ich auch die Forschung einfach noch nicht weit genug getrieben da. Ja, stimmt. Gibt es. Habe ich noch nicht geforscht. Kostet sogar gar nichts. Muss jetzt nur leider warten, bis die Logistik-Roboter-Geschichte durch ist. Und das könnte ein bisschen dauern, weil das ist ziemlich high-techy. Aber dann werde ich das hier beschleunigen. Dementsprechend haben wir dann auch genug von dem Chlorid. Gut. Wo ich gerade hier unten am Rumwuseln bin. Noch irgendwo Engpässe? Nö. Chlorin haben wir mehr als... Oh oh. Oh oh. Wenn wir irgendwann genug Chlorin haben, aber nicht genug Hydrogen, dann staut sich das hier und es kann kein Hydrogen mehr produziert werden. Das heißt, wir müssten hier raus theoretisch lila Kisten machen. Oder? Also erstmal können die beide schneller.
Und so könnte ich es theoretisch feintunen. Wobei, nee, es sind identisch viele. Ja, macht Sinn, weil es auch immer 50-50 produziert wird. Aber wenn da theoretisch Schwankungen wären, könnte ich halt in dem einen Vierer-Speed-Modul reinklatschen, in dem anderen Dreier. Muss dann so ausgleichen. Das ist dann nur sehr viel Micromanagement. So, hier ist das gleiche Problem wie drüben. Sollte ich also auch wieder ändern. Die Idee war ganz nett. Auch schon so in Vorbereitung auf die nächste Staffel, aber praktisch ist es echt doof. Also er müsste dann mehrere Ärmchen nehmen, die eine Kiste befüllen, das fließt man dann an den Ärmchen vorbei. Nee. Das ist nicht gut. So. Tja, nur wieder Platzprobleme. Schmeiß das ganze Kleinzeug mal raus. So. Oh, ja, ich brauche keine Tonnen von Salz im Inventar. Schön. Ich wollte eigentlich jetzt einen besseren Neutralizer setzen. Genau. Das passt dann. Huge. Das hier oben produziert eh durchgehend genug Salz. Der da auch. Ist in Ordnung. Schwefelsäure ist genug da, ja. Und das, obwohl wir keine ordentlichen hiervon nutzen und keine Module und alles. Nice. Ah, es kommt aber nicht Petroleum, nicht genug Petroleumgas an. Mach mal so. Petroleumgas, da kann ich nicht viel drehen, ne? Refinery MK3, das ist schon die schnelle. Ich könnte hier das umstellen auf das bessere. Da kommt mehr Petroleumgas bei raus am Ende. Haben wir genug Öl? Weil wir genug Öl haben? Ja. Dann stelle ich das mal auf Speed um und nicht auf Produktivität. Dann geht das hoffentlich auf. Sonst halt, wie gesagt, einfach noch mehr hiervon hier hinklatschen. Also das Ganze kopieren und einmal daneben bauen. Dann würden wir wahrscheinlich aber die Pumpen, die Kompressoren und die Oil Refineries fehlen. Könnte ich ja schon mal vorbereiten, ne? Okay. Bau. Oil Refinery MK3 kann ich 2 Stück von bauen. Das passt ja. Und dann schmeiße ich einfach ein paar von den Pumpen und Kompressoren hier rein, damit sie im System vorrätig sind. Genau wie das und das und das so. Warum wird mit Zement angefordert? Ach, Concrete. Das braucht nur für irgendein Rezept, ne? Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas war es, was man ab und an doch mal baut. Na gut. Dann halt noch ein paar Pumpen, ein paar Kompressoren. Und dann kann ich das hier schon mal copy-pasten. Nimm Mauer weg. So. Und einmal direkt daran setzen, ne? Ja. Blub. Und dann nur den Wi-Fi-Master raus. Was war das? So, es war Licht. So. Rest sollte eigentlich machbar sein. Geplant MK3? Nein, ich wollte meine Refinery MK3. Ist die hier schon irgendwo? Nö. Die braucht wohl ziemlich, ziemlich lange. Jo. Krass, okay. Ja, das muss warten. Hier sind die schon mal arbeiten, kriegen auch gleich Module. Ja, man kann theoretisch unendlich viel Öl produzieren, indem man immer wieder ein- und auskippt mit Produktivitätsmodulen. Aber das ist ein bisschen cheesy. Das lasse ich lieber. Das Spiel ist so schon mit dem Modpack einfach genug. Da muss man nicht sowas auch noch nutzen, denke ich. Achso, eine Dreier Refinery hatten wir schon vorrätig. Ah, ist schick.
Blinz irgendwo im Inventar? Nein. Da kommt sie erst. So, das Einzige, was hier noch fehlt. Module hier unten. Ja, ich könnte auch noch in die wieder was reintun, aber das macht wirklich fast keinen Unterschied. Das wird gekonnt, ignoriert. Achso, die Ärmchen sind, ja. Müssen nicht. Können auch so. Und da ist sie. Was? Wo das gerade aus meinem... Achso. Meine Roboter klauen meine Ressourcen. Also nicht meine Roboter, die 600 Stück, die hier rumfliegen, sondern meine Roboter, die in meinem Inventar sind. Und platzieren das für mich, die Construction Bots. Ich soll das hier eigentlich echt rausnehmen, wenn ich zu Hause am Arbeiten bin. Kein Respekt, Jungs. So, Kompressor wird noch gebaut und danach ist die Anlage fertig. Du, da... Und dann haben wir auch hier hoffentlich keinen Engpass mehr. Aber das letzte Ding setze ich in der nächsten Folge. Also bis gleich.